Es weht ein frischer Wind hier am Universitätsklinikum Mannheim. Heute wurde nämlich die neue Doppelspitze vorgestellt bei einer Pressekonferenz. Und wir freuen uns sehr, dass die beiden neuen Geschäftsführer jetzt direkt zu uns ins Studio gekommen sind. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Professor Hans-Jürgen Hennes ist der neue medizinische Geschäftsführer und an seiner Seite als kaufmännischer Geschäftsführer Freddy Bergmann. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Ja. Lassen Sie uns direkt anfangen mit Ihnen, Herr Hennes. Sie sind in Speyer geboren, dürfen wir gerne sagen. Jetzt sind Sie quasi wieder zurück. War das auch ein Grund, warum Sie sich für Mannheim entschieden haben? Ja, es war mit ein Grund für Mannheim. Und ich freue mich auch auf die Stadt Mannheim. Mir gefällt Mannheim sehr gut. Und die regionale Nähe zu meinem Geburtsort hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Ja. Sie kennen sich beide, Herr Bergmann, auch schon aus gemeinsamen Zeiten beim Städtischen Klinikum in München. Wie ist jetzt die erste Zusammenarbeit oder zweite, kann man ja sagen, jetzt losgegangen? Wie funktioniert es zwischen Ihnen beiden? Freudig, erwartungsvoll, mit ja, viel Vertrauen zueinander und dahingehend, denke ich, gewinnbringend für die UMM. Was sind so auch die drängendsten Themenbereiche, die Sie angehen? Ziele, ich nehme mal an, gerade auch gutes Personal zu finden, Ärzte, Pfleger, Schwestern, die auch in diesem schwierigen Schichtdienst ja durchaus auch arbeiten wollen. Insgesamt ist es natürlich eine der wichtigsten Aufgaben. In der Bundesrepublik ist Pflegeknappheit ganz einfach da. Und da kann im Grunde genommen der Kollege Hennes aus vielen Erfahrungswerten schöpfen und dementsprechend auch die Frage dahingehend weiterführend beantworten. Gerne auch an den Händen. Ja, also die Pflege ist oder die Situation der Pflege ist ganz klar Chefsache von Anfang an. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, möglichst schnell die bei uns offenen Stellen in der Pflege versuchen nachzubesetzen. Das ist natürlich im Wettbewerb in der Region hier sicherlich nicht ganz einfach. Aber wir werden auf jeden Fall als ersten Schritt so schnell wie möglich die Stelle der Pflegedirektion nachbesetzen. Das war eine gemeinsame Absprache, die wir auch mit dem Träger zusammengeführt haben. Da sind wir derzeit schon in Auswahlgesprächen, auch im Rahmen einer Direktansprache. Aber gut, die in Frage kommenden Personen sind natürlich auch alle im Anstellungsverhältnis. Und wir hoffen, dass wir spätestens bis Sommer die Stelle nachbesetzen können. Darüber hinaus gibt es natürlich weitere Überlegungen. Und was vordringlich ist, ist, was die Arbeitsbelastung in der Pflege angeht und das häufige Einspringen aus dem Frei, da brauchen wir entsprechende Konzepte und auch eine möglichst schnelle Umsetzung, um da die Belastung zu reduzieren. Jetzt treten Sie Ihr Amt an, wobei Herr Bergmann ja auch schon länger im Haus ist, muss man dazu sagen. In jetzt auch nicht ganz einfachen Zeiten, gerade auch finanziell. Also das Klinikum schreibt noch Verluste, aber 2020, habe ich jüngst gehört, sind wieder schwarze Zahlen als Ziel anvisiert. Auf welchem Weg befinden Sie sich da? Wir befinden uns auf einem guten Weg. Insgesamt ist die Restrukturierung zielführend. Es ist viel Basisarbeit geleistet worden. Wir haben viel in die Infrastruktur, in die bauliche Weiterentwicklung investiert, in die Digitalisierung. Und das muss jetzt an den Patienten und mit den Patienten und den Niedergelassenen vorangebracht werden. Und mit unserer Belegschaft natürlich. Jetzt waren Sie ja, Herr Hennes, vorher in Karlsruhe. Welches Haus haben Sie jetzt vorgefunden? Also wie waren so die ersten Berührungen auch mit Mannheim? Ja gut, Mannheim kenne ich aus meiner Berufstätigkeit, also das, auch das Universitätsklinikum schon länger. Insofern war das nicht fremd für mich. Aber es ist natürlich so, dass auch in der Zusammenarbeit wir von vornherein eine Reihe von Potenzialen identifiziert haben, die es jetzt eben gilt, möglichst schnell umzusetzen. Also es ist Potenzial da. Was mich auch besonders gereizt hat, ist die Thematik Forschung und Lehre, was es eben nur in der Form an einem Universitätsklinikum gibt. Und das ist natürlich auch etwas, was mir als Aufgabe viel Spaß machen wird, Forschung, Lehre und Patientenversorgung mehr zu verzahnen oder noch enger zu verzahnen, als es bislang schon ist. Und die Forschungsschwerpunkte, die es im Universitätsklinikum in Mannheim schon gibt, haben mich auch sehr überzeugt. Das Universitätsklinikum Mannheim hat aber auch durchaus auch bewegte Jahre hinter sich. Wir müssen nur an 2014 denken, den Hygieneskandal. Wie können Sie sicher sein, dass sich so etwas nicht wiederholt? Ja, wir haben insgesamt die Organisation analysiert, habe, wo eben der Bedarf da war, nachgesteuert, habe viel investiert, hatte ich schon erwähnt, habe natürlich auch mit externer Hilfe analysiert und das Ganze vorangebracht und umgesetzt, sodass mittlerweile, wenn man das bildlich sagt, von einem hinteren Platz in der Aufbereitung des Sterilguts wir jetzt ganz vorne dabei sind und auch schon externe Gäste zu uns geschickt werden, um zu gucken, wie setzen wir das in Mannheim um. Darüber hinaus haben wir Patientensicherheit als Schwerpunkt, jetzt nicht in Sachen der Defizitbehebung, sondern einfach transparenter zu machen, dass die Patienten auch wirklich wissen, dass wenn sie zu uns kommen, dass sie dann in ganz sicheren Händen sind. Das ist eine unserer Aufgaben. Wir wünschen Ihnen dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Vielen Dank, Professor Hennes, und vielen Dank, Herr Bergmann. Und gemeinsam Ihnen natürlich alles Gute. Dankeschön.